Sige Hasselmeier. Sie lesen Herrens im Dienst. Da geht's drunter und drüber. Der Herr kriegt sein Grünfleisch nicht und Sie lesen. Was lesen Sie denn da? Ins Heuer, du. Ding. Na klar, na freilich. Na, wo? Die Schifter. Na bitte. Da, dem mit den amerikanischen Trickbetrüger da, oder mit, wie heißt der, mit Copperfield, oder? Mein Gott, da wird ein Theater gemacht, Jens. Da wird ein Theater gemacht mit denen. Wurst, was man aufschlägt für ein Ding. Gerade der Hinterabit hier, wurst, da nur, was? Nur eine Woche Zeit, um das gemeinsame Liebesglück auszukosten. Das ist seltener Luxus für das Schwerarbeitende. Schwerarbeitende! Für das schwerarbeitende Paar, dessen Leben ständig unter dem strengen Diktat des Terminkalenders steht. Nun sind das arme Hund, was? Mein Gott, Herr, das ist so ein Schicksal. Nix wie Hackeln, Rucheln, Schinogeln in. Na, geh, Herr. Sieh, die Claudia geht schon ganz buglert, gell, mein Gott. Kann eh nix heben mit ihren Oberarmen wie am Memphis, verstehst? Kann eh, das eh. Geh. Und er, der Copperfield, die Pizze, gell. Mit den, mit den. Die zusammengewachsenen Augenhecken, da, der erst. Der passt doch gar nicht zur Claudia. Der passt nicht zur Klatschi. Überhaupt soll der ja. Der soll ja. Der soll ja eh schon wissen sein. Der Leitner Helmut, der Helmi, der Bademeister vom Theresienbad, sagt's auch. Der sagt, er kann mit der flachen Hand biegeln, sagt er. Ja, ist ein Zauberer, ne? Ist ein Zauberer. Geil. Was ist mit meinem Grünfleisch? Geh, Herrn, jetzt geben Sie Ruhe, Herrn. Da macht man, da tut man, da strudelt man sich an, Herrn. Sehen Sie nicht, was da los ist, sagen Sie einmal. Darf sie eigentlich eh nicht beklagen. Eigentlich ist eh nicht viel los, Herrn. Gibt's was Schöneres als wie ein bedürfnislosen Gast? Ich frag sie. Was? Wenn ich denk, was da los war voriges Jahr bei der Pyjama-Party, hörst. Boom. Mein Lieber, hörst. Na, was soll ich noch sagen? Geht das? Das war ein Ding, hörst. Na. Ich hab gehabt einen sehr anabaten, ja, Frotee-Pyjama, ja. Mit so blauen Stiezeln und Ding. Hab ich meine Frau gekauft am Brunnenmarkt, bei so einem Standl hat man den meine Frau gekauft. Sehr günstig. Meine Frau gehabt so ein Nachthemd, so ein charmöses, ja, also Ding. Tja, Leitner, da, Güschlernstl, unser Kreisler, der hat auch gehabt so ein Ding, so einen alten Borchert-Pyjama, wissen Sie? So ein, der war so rau, ja, dass die Frau, die Ricky beim Tanzen immer gesagt hat, du Ernst, ich bin schon ganz aufgekratzt. Der Ernst hat darauf gesagt, na, das gefällt mich, wenn du gut drauf bist, das ist. Der Leitner Helmut, ja, der Helmi, der Bodemeister vom Theresienbad, der hat auch so ein Ding, ja, so ein Pyjama mit seiner kurzen Hosen, was so. Da ist einem die Life ausgehängt, mein Lieber, wir zwei so Bleistift, versteht? Wir zwei Privilegier Urban Nummer 2, ne? Aber der hat wieder eine mitgehabt, jetzt. So ein Junge, was? So eine Kosmetikerin, so. Mit so einem halber durchsichtigen Puh. Peppi Dolmischein sagt man nicht, so hat es auch gesagt.
Og musisk spyt uden. Musik, hvor skal jeg sige? Hæs og sand. Disse sachen. Dies haben sie auch, dies vom, diesem Udonirgen zum Sauft. Dieses kriech mir hinein und sauft, spürt und so. Und spiel noch einmal für mich Habanero und so. Wo es jetzt halt aktuell ist, ne? Einer war da, den was keiner kennt hat, ja. Ein Fremder mit einem Wort, nicht? Und der, ich muss Ihnen sagen, in ein Ding, in einen schmucklosen Pyjama, ja? Der ist nur so in einer Ecke gestanden, gehört so ein bisschen so deppert gelachen. Und ich sage noch zum Herrn Regierungsrat Maschitz, sage ich, Herr Regierungsrat, kennen Sie den Herrn da in diesem gestraften Pyjama, ne? Sagt der Regierungsrat, nicht, dass ich wüsste, aber gestraft ist dieser Pyjama mit diesem Herrn in jedem Fall, ne? Na, der Herr Regierungsrat, der war zusammengeschwänzt, mein Lieber, der Regierungsrat. Klar, Herr Regierungsrat, du kannst Pyjama anziehen, nicht? Ich hab einen Schlafrock angehabt, so Ding, so. Mit einem Schal, so. Ganz aus Seide. Mindest halb, ja, also so Halbseite, ja, Ding, und seine Frau hat seinen Hausanzug angehabt, so Ding, ja, bedeutungslos eigentlich. Aber die hat sein Ding gehabt, so eine Teilmaske, wissen Sie, unten offen, ja, das beim Buffet was in die Pappen reinbringt, nicht so, also praktisch, nicht, denn das, oder, das ist ja nichts. Ne? Ja, und der Herr da, dieser Herr da in diesem straften Pyjama, das ist in einer Ecke gestanden, immer so komisch gelacht und Ding. Und gerade wie es so richtig gemütlich war, hören Sie her, auf einmal so da-da, 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 ne, Ding. Die Tür fliegt auf und drei Wachmänner und zwei Herren im weißen Mantel stehen in den Wirtshaus, aber wie, ja? Und einer von den Wachmännern sagt, ist bei Ihnen ein Herr in einem Pyjama? Na, wir haben sie angehört. Wir haben sie angehört. Ich meine, wie oft passiert das auch, nicht? Dass ein Ding ist, eine Pyjama-Party ist und auf einmal kommt dann einer und fragt, ob einer in Pyjama da ist. Wir haben sie angehört. Ding, gell? Also, so ein Kieber, so ein Junge, ja, der wohl ein bisschen geschenkelt hat, gell? Der hat gesagt, sind Sie ruhig, sonst gehen Sie mit! Ein Älterer ist dann gekommen und hat dann gesagt, bitte, also, wir suchen einen entsprungenen Patienten, einen bisschen einen Depperten oder was, und wenn Sie sich alle ausweisen, würde ich das denn nicht tun. Ja, ne, und bitte, jetzt frage ich Sie, wer hat auf einer Pyjama-Party einen Ausweis mit, Herrn? Bücher-Peppi, der Gaske, sie hat eh gesagt, der hat eh gesagt, Herr Inspektor, ich bitte Sie, schauen Sie uns an, Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, Ernst. Ne? Da hat der Inspektor gesagt, seien Sie ruhig, weil ich noch einen Ausschau gebe, müssen Sie es alle in Google hupfen erst. Ne? Na hin und her, ne? Na hin und her, ne? Wenn der dubiose Herr da in den gestraften Pyjama, ja, nicht zu den Ankieberer hingeht und sagt, gehen Sie ein Wachstum, sind Sie so spät, wir freundlich essen, ja? Ja. Müssen wir alle mitgehen, ne? Na, die haben den kleinen Achter angelegt und Ding und angeführt, ne? Beim Aussehen hat der Arrestant noch gesagt, auf nächstes Mal, bis zum Wiederschauen, ne? Wir waren baff, Herrn's. Bei mir waren baff, ja. Aber interessant, wissen Sie, wenn alle ein Pyjama anhaben, ja, weiß man nicht mehr, wer ist der Patient.